Anne Lichtenhagen war vor ein paar Jahren Oberbürgermeisterin von Lüneburg und hat dann eine politische Karriere gemacht in Berlin und ist dann nach Costa Rica gegangen zum Auswärtigen Amt und ist jetzt gerade zurückgekehrt mit Mann und zwei Kindern und verlässt ihren Mann oder vielmehr ihr Mann verlässt sie. Und sie haben eine große Auseinandersetzung über das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Kinder, das Anne tatsächlich verliert. Und die Kinder gehen nach Hannover zu ihrem dann inzwischen Ex-Mann. Und Anne eröffnet zusammen mit Torben Lichtenhagen, der ja schon eine Anwaltskanzlei hat. Also sie geht also zusammen in seine Anwaltskanzlei. Und dort arbeiten sie zusammen. Matthias hätte heute Abend Zeit. Wollen wir uns zusammensetzen und über Max sprechen? Gern. Ich schätze mal, Matthias ist noch ziemlich sauer auf mich. Du wolltest Max doch nur beschützen und genau das habe ich ihm auch erklärt. Ich will Matthias davon überzeugen, dass ich ihm nicht seine Vaterrolle streitig machen will. Jetzt gibt es einen kleinen Love Interest. Ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf, aber auf jeden Fall freue ich mich sehr darüber. Oh, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Anne ist sehr ehrlich und sie ist sehr offen und lustig und sehr zielstrebig. Und das ist natürlich schön, wenn du so jemanden spielen darfst, der so positiv ist. Und das mag ich sehr an ihr. Hallo. Hallo, Frau Lichtenhagen. Ach, Sie kennen ja meinen Mann noch gar nicht. Das ist Frank, das ist Anne Lichtenhagen. Freut mich. Hallo, Herr Pollmann. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, es geht Ihnen bald wieder besser. Mir? Ach, mir geht's jetzt schon wieder ganz gut. Ich habe ja schon mal 13 Monate gedreht und ich hätte nicht gedacht, dass so viele bekannte alte Gesichter immer noch hier sind. Also zum Beispiel ist die ganzen Maskenmädels sind immer noch hier. Viele aus der Technik sind immer noch hier und auch wirklich viele Schauspielkollegen, wie Anja Franke zum Beispiel, mit der habe ich früher schon gedreht und da freue ich mich einfach total. Und insofern war es keine Zeit, in der man sich jetzt noch besonders einleben musste, sondern es war eigentlich sehr, sehr, es hat sich sehr vertraut angefühlt und das war total schön.